Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, aber es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr die Gaming-Videos genauso cool bewertet oder kommentieren würdet, weil zum Beispiel Kommentare sind mir auch extrem wichtig. Hey, ihr Höhlenmenschen draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skywars auf der Map. Tent oder. Hä? What the fuck? Wieso bin ich mit jemandem auf der Insel? Hä? Wieso bin ich mit jemandem hier auf der Insel? Hallo? Bin ich jetzt in eine Team-Map gegangen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ohne Witz, ich glaube, ich bin gerade wirklich mit jemandem auf eine Team-Map gegangen. Das ist natürlich nicht das, was ich eigentlich vorhatte. Aber gut, dann spielen wir halt jetzt mit jemand anderem. Oh, scheiße. Jetzt habe ich den Diamantblock zerstört. Thomas, du Brain. Das war jetzt über. Hä? Als ob ich damit auch nicht Eisen abbauen kann. Seit wann ist das denn in Minecraft so? Hä? Okay. Die Kiste ist jetzt wahrscheinlich leer. Ich gebe dir mal jetzt das Equipment, was ich hier habe. Zack. Take this shit. Und dann hole ich mir hier mal ein bisschen Stein. Und da oben ist schon ein Typ, sehe ich gerade. Oder? Nee, hier drüben. Ist der alleine? Auf jeden Fall sieht es nicht so aus, als hätte er Equipment. Dann würde ich sagen, baue ich mich da jetzt einfach mal waghalsig, wie ich bin, alleine rüber. Und was ich unbedingt ansprechen wollte, und zwar, ja, erstmal, Dankeschön, dass bei euch die Vlogs so gut ankommen. Das freut mich mega. Nur, was mir halt auch aufgefallen ist, irgendwie, dass dafür die Bewertungen bei den Gaming-Videos extrem nachlassen. Und ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht, aber es würde mich trotzdem freuen, wenn ihr die Gaming-Videos genauso cool bewertet oder kommentieren würdet, weil zum Beispiel Kommentare sind mir auch extrem wichtig. Fast schon wichtiger als Likes eigentlich, weil Kommentare sagen halt echt was aus. Und keine Ahnung, ich finde das irgendwie schon wichtig. Oh mein Gott, ich werde verbrennen. I need a Wassereimer. Oh mein Gott. Alter. Ich habe überlebt. Ich habe jetzt irgendwie drei Leute oder so getötet, aber ich habe überlebt. Erstmal runterkommen. Erstmal runterkommen jetzt. Alter Schwede, das war jetzt echt eine actiongeladene Szene hier. So. Boah, zum Glück hatte ich den Wassereimer. Ich muss mir echt angewöhnen, immer einen Wassereimer dabei zu haben, weil hier zünden mich irgendwie immer so viele Leute an, obwohl die ja nicht mal Peterle heißt. Okay, da war echt schlecht. So, lebt mein Teampartner noch? Ich habe keine Ahnung, ob mein Teampartner noch lebt. Auf jeden Fall weiß ich, dass da vorne noch einer lebt und das sehe ich gar nicht ein. Das gefällt mir jetzt mal gerade überhaupt nicht. Scheiße, ich brauche echt was zu eaten. Habe ich hier irgendwie einen Lava-Eimer oder so? Nope. Dann mache ich das jetzt einfach so. Eine Angel habe ich auch nicht. No. Ich baue mal den Zaun ab, weil der stört mich hier gerade. So. Okay, da vorne kämpfen auch zwei Leute. Dann würde ich sagen, da warte ich jetzt aber auch gar nicht mehr länger. Und töte jetzt einfach den Typen hier. So. Der müsste tot sein. Jawollo. Der hatte aber auch einige Heiltränke. Das heißt, die werde ich jetzt sofort benutzen. Zack, weil ich glaube jetzt schon, dass mich gleich einer abstauben möchte. Okay, drei Heiltränke wieder. Nice. Dann lebt er nur noch ein Typi und eine Enderperle hatte der jetzt aber auch nicht, ne? Oder hatte der eine Enderperle für mich? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es gern wissen, aber ich glaube nicht, dass er eine Enderperle hatte. Moment, da drüben. Der ist in der Mitte jetzt, der Typ. Das heißt, ich baue mir jetzt mal hier so einen Weg rüber. Das heißt, ich laufe, laufe, laufe. Ui. Kacke, wie komme ich denn jetzt am schnellsten in die Mitte? Okay, hier besteht auch schon ein Weg. Ich hoffe mal, er hat keine Eier. Also, ich meine jetzt so Eier zum Werfen, ne, in diesem Spielmodus. Okay, darüber hat sich noch niemand gebaut. Ich könnte mich jetzt auch einfach nur straight in die Mitte bauen. But I don't know, ob das so eine gute Idee ist. Weil wenn er auf jeden Fall Eier hat, dann bin ich auf jeden Fall am Arsch. Dann bin ich wirklich am Arsch. Sieht aber nicht so aus. Ich glaube, er hätte mich sonst echt schon runtergeworfen.
Und ich glaube, so hoch kommt er auch gar nicht mit den Eiern. Oder etwa doch? Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Beweist mir das Gegenteil. Okay. Ich bin jetzt in der Mitte von der Titte. Und ich glaube nicht, dass er mich sieht. Weil ich glaube, er würde dann schon längst reagieren. Stirb! Ich sehe nicht, ich sehe nicht. Nein! Nein, stirb! Nein! Nein! Was? Er hatte noch zwei Herzen, GG! Alter! Ich bin so dumm, wieso habe ich denn die Heiltränke nicht benutzt? Hätte sich der Typ jetzt nicht geheilt, dann hätte ich wahrscheinlich die Runde gewonnen. Aber da ich fand, dass es trotzdem eine schöne Runde war und wir da viele, viele Leute getötet haben, nehme ich die Runde einfach jetzt mal mit rein. Und ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, wäre eine positive Bewertung coolio und ein Kommentar, wenn ihr Bock habt. Und ja, ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao.